Zeuge Hermann Holtgräve, Klempner und Installateur, 67 Jahre alt, 72. Verhandlungstag, 31.07.1964. Stimmt das? Jawohl. Ja. Und außerdem hat man Sie damals bestraft wegen Verbreiten von Flugblättern. Jawohl. Und Sie haben diese Strafe in Vechta verbüßt. Jawohl. Wurden unmittelbar nachher wieder von der Gestapo festgenommen. Jawohl. Und kamen wann nach Auschwitz ins Konzentrationslager? Ich kam am 28., es kann auch der 29. August 1940 gewesen sein. Ja. Und blieben dort bis wann? Ich blieb dort bis zum 18. Januar 1945. Ja. Wie sind Sie dann weggekommen von Auschwitz? Wir sind mit ca. 3.000 bis 3.500 Mann zu Fuß nach Luslau gekommen. Ja. Wissen Sie oder kennen Sie einen von den SS-Leuten, die Sie da auf dem Rückmarsch bewacht haben? Leider nicht. Nicht. Sie waren vermutlich in Auschwitz in dem Installationskommando, stimmt Jawohl. Das? Ja. Und zwar haben Sie dort Wasserleitungsrohre und Kanalisationsrohre gelegt. Jawohl. Wem war denn Ihr Arbeitskommando unterstellt? Das Arbeitskommando hatte ein Herr Wendt. Und wem unterstand der Herr Wendt? Den Arbeitsdienstführer. Dem Arbeitsdienstführer. Wissen Sie noch, wer das war? Wenn ich mich nicht irre, war das Herr Fries. Kannten Sie auch den SS-Obersturmführer Hofmann? Den kenne ich sehr gut. Wieso kennen Sie ihn sehr gut? Es war in der Jahreszeit, als die kleinen Appelle im Lager stattfanden. Welche Jahreszeit war das? Das kann vielleicht 44 gewesen sein. Und dort kamen hinter der Häftlingsküche einige SS-Leute in der Mittagszeit nach dem Appell mit Häftlingen durch. Herr Hoffmann, sein Häftling, war sehr widerspenstig und wehrte sich, sodass wir ihm von dem Block 24 aus mit dem Dachdecker Capo Karl und meine Wenigkeit sehr gut beobachten konnten. Und als dieser Häftling immer noch störrischer wurde und der Hoffmann wurde nicht mehr damit fertig, da hat Herr Hoffmann kurz entschlossen die Pistole genommen und hat auch geschossen. Der Häftling sackte zusammen und es kam ein SS-Mann in gebückter Haltung mit dem Gesicht nach der Häftlingsküche zugewandt und hat Herrn Hoffmann geholfen beim Abtransport dieses Häftlings. Wo haben Sie ihn denn hintransportiert? Bitte? Wo Sie ihn hintransportiert haben? Nun, Herr Richter, es ist ja so, wenn einer erschossen ist, dann geht er doch ins Krematorium. Ja, das sollte man meinen, aber haben Sie das auch gesehen? Das haben wir nicht feststellen können, dass er ins Krematorium kam. Um welche Tageszeit hat es sich denn ungefähr gehandelt? In der Mittagszeit zwischen 12 und 1. Ja. Und wo haben Sie sich da befunden in der Mittagszeit? Ich habe schon eben darauf aufmerksam gemacht, dass nach dem kleinen Appell Wegtreten ist und wir sind zu unserem Block gegangen, Block 24, und sind im Treppenflur stehen geblieben. Dort befindet sich ein Fenster. Der Dachdecker-Capo, der stand auf der linken Seite und ich stand auf der rechten Seite. Und wir sahen so durch das Fenster und haben diesen Vorgang beobachtet. Ja.
Wissen Sie noch, von wann ab die kleinen Appelle eingeführt worden sind? Sie meinten vorhin von 44. Ja, diese kleinen Appelle, die sind schon früher eingeführt worden. Aber ich kann heute auch nicht mehr genau die Jahreszahl sagen. Nun war es denn unmittelbar, nachdem Sie in das Lager gekommen waren, oder waren Sie schon eine Zeit lang... Nein, sondern diese kleinen Appelle sind etwas später eingeführt worden, um dadurch die Arbeitszeit nach Möglichkeit zu verlängern. Herr Zeuge, sind Sie damit einverstanden, dass ich das, was Sie aussagen, auf ein Tonband nehme zum Zwecke der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Jawohl. Ja. War damals Liebehenschel schon Kommandant von dem Lager, als das passierte? Damals das möchte ich nicht bejahen, weil ich darüber sehr im Zweifel bin, ob Herr Aumeier da gewesen ist als Lagerführer und als Kommandant Hess, oder ob Herr Liebehenschel da schon Kommandant gewesen ist. Also bei Ihrer polizeilichen Vernehmung haben Sie gesagt, es sei im Sommer 1942 oder 43 gewesen. Heute meinen Sie, es sei 44 gewesen. Ja, es ist ja leider so, dass es nun 20 Jahre her sind. Und ja. Da braucht man ja ein kolossales Erinnerungsvermögen zu, um sich in dieser Lage wieder zu versetzen. Sie meinen also, der Mann wäre tot gewesen? Ich bin der festen Überzeugung, dass der Mann tot war. Ja. Nun, weiter, was haben Sie sonst noch beobachtet bezüglich des Hoffmann? Herr Hoffmann hat in dem Jahre 1944 und ausgerechnet gerade entweder eben vor Weihnachten oder auch gleich zu Heiligabend zu beiden Seiten der Lagerstraße standen hohe Tannenbäume, die hell erleuchtet waren. Auf der rechten Seite, nach der Häftlingsküche zugerichtet, hinter diesem Tannenbaum stand ein großer Galgen. Und es wurden drei, es können auch vier Häftlinge gewesen sein, herangeführt. Und als diese Häftlinge oben das Podium betraten, da riefen die Häftlinge aus: Es lebe der Sozialismus. Darauf ist Herr Kaduk hergekommen und hat seinen Häftling erst noch verprügelt und dann hat er ihm den Strick um den Hals gelegt. Herr Hoffmann hat eigenhändig dem Häftling den Strick um den Hals gelegt und auch den Schemel weggestoßen. Sie haben bei Ihrer Vernehmung diesen Vorfall auch geschildert, aber Sie haben gemeint, es wäre 1943 gewesen. Nein, das war das letzte Jahr. Anschließend hat Herr Hoffmann eine Rede gehalten. Und zwar gipfelte die Rede darin, dass er sagte, diese Häftlinge würden zur Abschreckung für den anderen aufgehangen, und sie sollten 3 Tage hängen bleiben. Und dieses ist auch geschehen. Sie meinen, das wäre im Dezember 1944 gewesen? Ja. Und was wussten Sie sonst noch von Hoffmann? Hat er Sie auch mal persönlich eingeteilt? Ja, ich habe mal persönlich ein Kommando bekommen. Und zwar ein Kommando von der Strafkompanie. Ich musste mit 100 Häftlingen zum sogenannten Gleisbau. Dieses Gleisbaukommando lag aber außerhalb des Lagers.
Und dann wurde ich ans Tor gerufen und von Herrn Hoffmann folgende Worte gesprochen. Ich wurde gefragt, was für ein Landsmann ich sei. Darauf sagte ich zu Herrn Hoffmann, ich bin ein Hamburger. Dann sagte Herr Hoffmann, dann sind Sie ja Deutscher. Hat er Sie zu Ihnen gesagt? Bitte? Hat er Sie zu Ihnen gesagt? Herr Hoffmann. Ich habe das eben nicht mitbekommen. Ob er Sie zu Ihnen gesagt hat damals? Nein. Aha. Und weiter? Und dann sagte Herr Hoffmann, Sie wissen doch, dass unser Führer ein Judenpogrom zu lösen hätte. Ich habe die Frage bejaht, denn es blieb mir ja nichts anderes über. Dann bin ich mit diesen 100 Häftlingen rausmarschiert durchs Lagertor. Wir wurden draußen von der Wachmannschaft eingekreist und so marschierten wir auf dem Arbeitskommando zu. Als wir dort angekommen sind, verteilte sich die SS, sodass wir in der Mitte waren und die SS einen Ring bildete. Ich sagte zu den jüdischen Häftlingen, seid vorsichtig. Jeder, der außerhalb der Postenkette geht, wird auf der Flucht erschossen. Die Toilette wurde absichtlich außerhalb der Postenkette aufgestellt, sodass, wenn ein Häftling austreten musste, und man kann sich wohl vorstellen, dass Häftlinge aus der Strafkompanie wohl ziemlich durcheinander sind, denn Angst, die sie haben. Und so sind verschiedene durch die Postenkette gelaufen, und zwar auf folgende Weise. Man hat diesen Häftlingen, wenn er an diesen SS-Mann herantrat, die Mütze vom Kopf gerissen und hat sie außerhalb der Postenkette hingeschmissen und hat ihm dann gesagt, er soll die Mütze holen. Und bei diesem Mütze holen wurde dieser Häftling erschossen. Ich darf wohl sagen, dass gerade dieser Tag, meiner Meinung nach, eine regelrechte Treibjagd gewesen ist auf Häftlingen. Und so hatte ich an diesem Tage 28 Tote. Herr Hoffmann kam im Laufe des Nachmittags mit einem LKW herausgefahren und hatte sich dort mit dem Kommandoführer unterhalten. In der Regel war es ja so, dass wir Häftlinge unsere toten Kameraden ja immer selbst mit ins Lager bringen mussten. Aber in diesem Fall schickte Herr Hoffmann ein LKW heraus und die Toten wurden da drin verladen. Ich gab des Abends nach dem Appell den Zettel ab, worauf die einzelnen Nummern der Häftlinge standen, und somit war dieser Tag beendet. Tja, mit dem Mützenwerfen, das haben Sie bei Ihrer polizeilichen Vernehmung nicht gesagt, sondern Sie haben damals nur gesagt, diese Toilette sei außerhalb der Postenkette aufgestellt worden. Und wenn dann die einzelnen Häftlinge um Erlaubnis gefragt hätten, die Toilette aufzusuchen, hätten sie die Erlaubnis auch bekommen, wären aber dann, wenn sie außerhalb der Postenkette gewesen wären, erschossen worden. Was ist denn nun richtig? Sind die Mützen geworfen worden oder sind die Leute... Nein, die Mützen sind ihnen von den Kopf genommen worden. Das ist richtig. Haben Sie ja früher nicht gesagt. Das ist möglich. Was waren denn Sie eigentlich damals? Waren Sie Kapo? Ich habe es Gott sei Dank fertiggebracht,
dass ich innerhalb dieser 4 Jahren es nie zum Kapo brachte. Was für einen Winkel hatten Sie denn? Ich hatte einen roten Winkel. Roten Winkel. Und was, in wie kamen Sie denn dazu, dieses Arbeitskommando anzuführen, wenn Sie kein Kapo waren? Der Kapo von der Strafkompanie, der hatte überhaupt sozusagen das gesamte Kommando. Und der ging mit seinen Häftlingen in der Kiesgrube. Aber hier und da ist es ja nun so, dass ja mal einer fehlt und da muss, oder es wird einfach bestimmt, der und der Häftling geht damit heraus. So. Das war diese Begebenheit. Und nun haben Sie auch noch etwas mit russischen Kriegsgefangenen erlebt. Oh ja. Was war denn da? Dazu darf ich wohl Folgendes ergänzen. Ich glaube, es waren vielleicht 3000 Kriegsgefangene, es können auch etwas mehr gewesen sein, auch etwas weniger. Diese Kriegsgefangenen kamen, man konnte sagen, der größte Teil als Muschelmänner im Lager. Ihre Blocks von den unseren waren getrennt durch einen Stacheldraht. Es gelang mir auch eines guten Tages innerhalb dieses Lagers hineinzukommen. Ich sprach mit meinem Freund Peter Welch über dieses Lager und über diese Häftlinge. Und da wurde mir dann gesagt, dass innerhalb dieser Blocks der Typhus grassierte. Und es gingen ja jeden Tag welche ab, jedenfalls die starben. Und so wurden diese Reihen bedeutend gelichtet. Und eines guten Tages, beim Einmarschieren im Lager des Mittags, war Herr Hoffmann, und zwar an der Südseite des Block 24, mit einem Kriegsgefangenen, den er splitternackend ausgezogen hatte. Die Jahreszeit war sehr kalt und der Hoffmann stand vor diesem Kriegsgefangenen. Und ich nehme auch an, dass dieser Kriegsgefangene an diesen Folgen auch gestorben ist. Um dieses Lager der Kriegsgefangenen zu räumen, das möchte ich noch zusetzen, wurde eines guten Morgens angeordnet, dass sie angeblich zu Arbeitskommandos gehen sollten. Und als der letzte Kriegsgefangene aus dem Lager war, ging auch Herr Hoffmann hinterher. Und auf der Lagerstraße befanden sich 2 Rollwagen, zweispännig bespannt, die dann gleich die Toten aufsammelten. Wie viel von diesen Kriegsgefangenen übergeblieben ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Wo hat sich denn das abgespielt mit dem einen Kriegsgefangenen, der sich ausziehen muss in der großen Kälte, wo Hoffmann dabei gestanden hat? Ich habe eben schon darauf aufmerksam gemacht, dass das auf der Südseite des Blocks 24 gewesen ist. Ja. Und zwar eben vor dem Treppenhaus von dieser Seite. Ja. Das war so ein Mann. Das war ein Mann. Mhm. Ob es nun noch mehr gewesen sind, darüber kann ich nichts Bestimmtes sagen. Ja, Sie mussten doch schließlich sehen, ob da ein Mann steht oder ob da mehrere stehen. Ja, aber es sind doch Jahre her. Ja, mir fällt nämlich auf, dass Sie diese Geschichte
bei der Polizei dahingehend erzählt haben, dass 10 oder 12 Personen völlig sich entkleiden mussten und bei klirrender Kälte unbekleidet draußen stehen bleiben mussten, bis sie tot umfielen, haben Sie gesagt bei der Polizei. Jetzt schildern Sie das doch wesentlich anders. Ja. Was stimmt denn nun? Aber ich dürfte wohl sagen, ich bleibe bei meiner Meinung. Welcher Meinung? Von der letzten. Dass es nur einer war und keine 12. Dass es einer war. Und das haben Sie aber gesehen. Das habe ich gesehen. Und Hoffmann stand dabei. Hoffmann sprach dabei. Haben Sie auch gehört oder gesehen, dass Hoffmann den Befehl gegeben hat, dass er sich ausziehen musste? Nein. Sondern stand er schon ausgezogen da? Der stand schon dort. Ausgezogen, wie Sie gekommen sind? Ausgezogen, wie wir gekommen sind. Und Hoffmann stand dabei? Hoffmann stand dabei. Und wie lange stand denn Hoffmann dabei? Bis der Mann umgefallen ist oder ist er früher fortgegangen? Wo sind Sie denn hingegangen, nachdem Sie angekommen waren? Bin ich in meinen Block gegangen. Sie sind in Ihren Block gegangen? Ja, denn es war ja die Mittagszeit und die musste ich ja auch wahrnehmen. Und es war nicht nur Mittagszeit, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht möglich war, sich da hinzustellen und dabei zuzugucken. Nein. Oder? Sehen Sie? Und dann sind Sie weggegangen und als Sie aus der Mittagszeit wieder zurückkamen, da war der Platz leer. Da war der Platz leer und der Mann? Ja, das kann ich nicht sagen. Das wissen Sie nicht. Ist noch eine Frage von Seiten des Gerichts? Nur eine Frage anschließend, Herr Holtgräbe. In welchem Jahr ist das gewesen, diese Sache mit dem Kriegsgefangenen, die Sie eben geschildert haben? In welchem Jahre? Das kann 43 oder auch 44 gewesen sein. 43 auf 44. Also festlegen auf die Jahre, das ist heute schwer. Ja. Dankeschön. Sonst noch eine Frage von Seiten des Gerichts, nicht von Seiten der Staatsanwaltschaft. Ja. Herr Rechtsanwalt Ormond. Herr Zeuge, ich komme auf den Vorfall mit dem Kommando, mit dem Gleisbaukommando zurück. War das ein Kommando, das besonders zusammengestellt worden ist aus Juden? Ja, das kann man wohl sagen. Denn was die schwersten Kommandos waren, die wurden ja sowieso immer auf die sogenannte Strafkompanie verteilt. Wo war Hoffmann gewesen, als Sie mit dem Kommando ausrückten? Aber verzeihen Sie, Herr Ormond, das war doch keine Antwort, die der Zeuge gegeben hat, nicht? Sie haben ihn gefragt, ob in diesem Kommando hauptsächlich Juden drin gewesen wären. Und er sagt, es war ein Kommando von der Strafkompanie und in der Strafkompanie, da wurden immer die schwersten Arbeiten hingebracht. Nun haben in der Strafkompanie ja nicht nur Juden drin sich befunden, sondern auch andere Leute. Dazu darf ich ergänzen, es waren Juden. So. Sonst habe ich keinen anderen Häftling gehabt, der irgendeiner anderen Nationalität angehörte. Sie haben sonst keinen Häftling gehabt. Haben Sie denn das öfter gemacht, dass Sie Leute rausgeführt haben zur Arbeit? Ich kann wohl sagen, ich habe das im Laufe dieser 4,5 Jahre wohl 10, 12 Mal habe ich das machen müssen. So. Aber immer verschiedene Kommandos. Nicht immer Kommandos von der Strafkompanie. Bitte schön weiter, Herr Ormond. Als Sie an diesem Tag ausrückten, wo war der Schutzhaftlagerführer Hoffmann gewesen? Herr Hoffmann war im Lager und hat mir diese Frage, die ich vorhin geschildert habe, im Lager vorgelegt. Und ich habe auch Herrn Hoffmann darauf geantwortet. Hat darauf, nachdem Sie gesagt haben, ja, also hat der Führer ein Judenprogramm zu erledigen, hat darauf der Hoffmann noch etwas anderes zu Ihnen gesagt? Da hat Herr Hoffmann gesagt,
Dann wissen Sie gar Bescheid. Und wie haben Sie das aufgefasst? Nun, wie soll ich das aufgefasst haben? Dass wir keinen guten Tag hatten, das konnte ich mir wohl denken. Sie sind dann ausgerückt und wollen Sie das mit Bestimmtheit sagen, 28 Juden an diesem Tag von der SS erschossen worden. Jawohl. Ich habe keine weitere Frage. Keine. Verteidiger von Angeklagten Hofmann, Rechtsanwalt Heimann. Herr Zeuge, ich darf auf die zeitlichen Umstände noch mal eingehen. Der erste Fall mit dem Dachdecker Karl, wo ein Häftling erschossen worden sein soll von Hofmann. Darf ich Sie mal bitten, sich genau zu erinnern, wann das gewesen ist? Sie haben vorhin gesagt 1944. Will ich mal dabei bleiben? Wann 1944? Herr Vorsitzender, ich widerspreche der Frage. Der Zeuge hat mehrfach erklärt, er kann sich zeitlich nicht mehr festlegen, nachdem die Zeitfragen in dem Gespräch zwischen Ihnen und dem Zeugen mehrfach erörtert worden sind. Ich weiß nicht, warum sich der Herr Staatsanwalt dauernd dazwischen hängt, wenn ich frage, wann das war. Meine Herren, sind Sie doch mit Ihrer Ausdrucksweise ein bisschen vornehmer. Aber der Herr Staatsanwalt ist nicht besser in seiner Ausdrucksweise. Wir helfen uns selbst, Herr Staatsanwalt. Herr Zeuge, ich möchte Sie fragen, wann es war nach Ihrer Erinnerung. Ich möchte dazu doch Folgendes sagen. Ich meine, ich muss mich hier ja schließlich wehren gegen mehr als einen. Und wenn es ungerügt bleibt, wenn mir ein Verteidiger vorwirft, ich kenne mich in der Strafprozessordnung nicht aus, dann werde ich mich entsprechend wehren. Und ich werde einer Frage, die meines Erachtens nicht zulässig ist, widersprechen. Aber Herr Staatsanwalt, warum halten Sie mir das vor, was Sie vorhin zu einem anderen gesagt haben? Ist doch gar kein Grund dazu da. Ich habe Sie schon einmal gefragt, ob Sie sich noch genau auf das Jahr erinnern können. Ich habe Ihnen auch den Vorhalt gemacht, dass Sie bei Ihrem polizeilichen Protokoll 42 oder 43 gesagt haben. Heute haben Sie 44 gesagt. Sie konnten mir es schon da nicht sagen. Da weiß ich auch den Monat bestimmt nicht mehr. Gut, damals hat er gesagt 42, 43. Heute hat er gesagt 44. Genau. Darf ich darauf den Herrn Verteidiger noch ein Wort sagen? Bitte. Herr Verteidiger, ich persönlich war in Auschwitz. Und es sind nun Jahre her. Wenn Sie nun in Auschwitz gewesen wären und es wäre 20 Jahre danach gewesen, würden Sie sich vielleicht auf einen Tag oder auf eine Stunde festlegen können? Das ist die Frage. Es gar nicht sein, es dreht sich darum, dass Sie auf ein Ja festlegen sollen. Sie brauchen doch nur Ja oder Nein zu antworten, Herr Zeuge, keine großen Erläuterungen zu machen. Herr Rechtsanwalt, dafür waren die Zeiten ja viel zu turbulent. Also er weiß es nicht mehr. Ich darf Sie bitten, mal die Szene zu schildern, die Sie angeblich gesehen haben, als Hofmann einen Häftling, der sich wehrte, plötzlich mit der Pistole erschossen haben soll. Können Sie mir die Entfernung sagen, den Standpunkt von Ihnen, die Entfernung bis zu dem sogenannten Tatort und wer dabei noch vielleicht anders beteiligt war? Wir haben hier die Wandtafel. Ja, das wär ich Ihnen sehr dankbar. Bitte? Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das zeigen könnten. Und zwar von der Häftlingsküche bis zum Block 24. Dieser Abstand beträgt vielleicht 100 Meter. Und in der Mitte dieses Abstands hat sich dieses abgespielt, sodass wir Herrn Hofmann sehr gut beobachten konnten. Wer wir? Der Dachdecker Kapo und ich. Und Sie. Nach welcher Richtung ging das Ganze? Sie haben bei Ihrer Vernehmung damals genauer das angegeben, von Ihrem Standpunkt aus gesehen, Richtung? Bitte? Welche Richtung von Ihnen aus gesehen? Sie haben damals bessere Angaben gemacht. Der Herr Rechtsanwalt will wissen, wo Hofmann mit dem Häftling hingegangen ist. Von Ihnen aus gesehen, nach welcher Richtung haben Sie geschaut mit dem Karl?
In welcher Richtung ich geschaut habe? Ja. Ich habe in der Richtung zu der Häftlingsküche geschaut. Nachher Ausgang? Und zwar schräg herüber zum sogenannten Lagerausgang. Zum westlichen Lagerausgang, sagten Sie damals. Bitte? Nun, war der Hoffmann alleine mit diesem Häftling oder waren da noch mehr Häftlinge mit diesem, auf einem Haufen? Oder SS-Leute? Ich habe vorhin geschildert, ja, ich hab's, dass es mehrere SS-Leute gewesen sind. Und mehrere Häftlinge? Und auch mehrere Häftlinge. Ja. Nur konnten wir diese SS-Leute nicht mehr erkennen, weil Herr Hoffmann, sein Häftling, sich wehrte und störrisch wurde. Gut. Es kommt mir deshalb auf die Zeit an, Herr Zeuge. Das Ganze hat sich doch im Auschwitz-Lager 1 abgespielt, nicht wahr? Im Hauptlager. Eben. Am 1. Dezember 1942 kam Hoffmann dorthin. Sie haben vorhin mal gesagt, 42 oder 43 früher. Sie können sich nicht genau erinnern. Nein. Und 43, ab März, war Hoffmann unzweifelhaft im Zigeunerlager. Bis Ende des Jahres 43. Dazu möchte ich wohl sagen. Und 44 im Mai ist er versetzt worden nach Natzweiler. Bitte? Also wenn ich Ihre Daten jetzt nehme, 42 kann er nicht da gewesen sein. 43 war er ein halbes Jahr in Birkenau. Und ab März 44 war er schon wieder weg in Auschwitz. Deswegen möchte ich gerne einen Zeitpunkt haben, wann das Ganze gewesen sein soll. Herr Vorsitzender, jetzt entschuldigen Sie bitte, Herr Richter, jetzt sind wir genau da, wohin zu kommen, ich versucht habe zu verhindern. Der Zeuge hat gesagt, er kann sich zeitlich nicht festlegen. Und jetzt wird ihm von dem Verteidiger aufgrund der Fragen, die Sie gehört haben, der Vorwurf gemacht. Du hast damals gesagt, es war 42, hast damals gesagt, 43, es war 44, es war 43. Ja, also genau, Herr Rechtsanwalt Küchler, Herr Staatsanwalt Küchler, der Zeuge hat heute gesagt, es war im Jahr 44. Nun macht ihm der Rechtsanwalt Heimann den Vorhalt, 44 war er doch gar nicht mehr in dem Lager. Wie kann es also 44 gewesen sein? Das ist doch ein statthafter Vorhalt. Richtig. Und 42? Ich habe die Vernehmung des Zeugen, so wie sie durch Sie erfolgt ist, ja, hinsichtlich der Zeitpunkte so verstanden, dass der Zeuge schließlich gesagt hat, ich kann mich zeitlich überhaupt nicht mehr festlegen. Aber Herr Staatsanwalt, wenn ich dazu einen kleinen Einwurf machen darf. Wir haben bei dem vorhergehenden Zeugen heute früh gehört, dass die Daten restlos durcheinander gingen. Das ließ sich nicht mehr auf ein richtiges Geleise bringen, ob er sich nun erinnert oder nicht. Und genauso ist es jetzt hier. Ich habe das kommen sehen mit der Zeit. 42 kann es nicht gewesen sein, weil Hoffmann im Dezember erst hinkam. 44 nicht, weil er im März wegkam. Kann es nur 43 gewesen sein. Das sagt aber der Zeuge nicht. Und ein solcher Vorfall ist sehr entscheidend in diesem Fall. Allein entscheidend sogar, bis jetzt. Wir brauchen eine Zeitangabe. Und Sie wissen nicht mehr, in welchem Jahr es war? Nein. Er weiß es nicht mehr. No. Was anderes? Den nächsten Punkt, bitte. Sie haben bei Ihrer Vernehmung 1960 im Mai den Fall mit den Häftlingen, die angeblich Weihnachten aufgehängt worden sein sollen, ja, völlig anders geschildert. Völlig anders geschildert. Sie haben heute gesagt, es war Weihnachten 44, kann es wiederum nicht gewesen sein, oder Heiligabend, 3 bis 4 Häftlinge wurden herangeführt, Kaduk hat einen geprügelt, und Hoffmann hat eigenhändig Strick um den Hals gelegt und den Schemel weggezogen und dann noch eine Rede gehalten. Wann soll das jetzt gewesen sein, wenn ich Ihre Aussage von heute nehme, Herr Zeuge? Weihnachten oder Heiligabend 44, kann das gewesen sein? Das kann Weihnachten 44 gewesen sein. Ja, das ist aber nicht denkbar, denn der Hoffmann war seit Mai 1944 im Elsass, Natzweiler. Bitte?
In einem ganz anderen Lager war der Mann. Er war gar nicht in Auschwitz 1944, zweites halbes Jahr. Also bezüglich dieser Tat hat der Zeuge sich festgelegt und hat gesagt, es war im letzten Jahr, im Dezember 1944. 44, da, ja. Da möchte ich ihn auch festhalten, Pan. Es war im letzten Jahr, 44, Heiligabend. Ja, es ist gar kein Zweifel darüber, dass er das gesagt hat. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Aber Hofmann war doch nicht da. Entschuldigen Sie bitte, ich habe der Frage nun nicht widersprochen, bis das zu Ende geht. Der Herr Rechtsanwalt meinte nun, aber als Vorhalt an den Zeugen, Sie haben es damals völlig anders geschildert. Ja, ich bin der Auffassung, dass das eine unzulässige Beeinflussung eines Zeugen ist. Dann hat er vorgelesen, was in dem Protokoll drinsteht. Es steht nicht wesentlich anderes drin, als das, was der Zeuge gesagt hat. Herr Zeuge, ich darf Ihnen das vorhalten, wenn der Herr Staatsanwalt meint, es steht was anderes drin, was Sie damals gesagt haben, und zwar wörtlich. Es ist kein Anklagepunkt, aber immerhin, es ist hier von Bedeutung. Am 24. oder 25.12.43 mussten die Häftlinge auf der Lagerstraße vor dem Tor antreten. Blatt 5701. Ja, Herr Wismar, möchten Sie denn hören, dass es 43 gewesen ist? Natürlich nicht. Aber dass die Schilderung anders war, als sie der Zeuge geschildert hat. Er hat kein Wort erzählt, dass der einen Strick um den Hals gelegt hätte oder sonst etwas. Ja, Sie sagen doch die Zeit. Der Zeuge hat gesagt, es war im letzten Jahr des Lagers. Ja, das war also im Dezember 1944. Und nun wollen Sie sich noch aufklären lassen, wieso es kommt, dass er den Namen Kaduk damals nicht genannt hat und dass er damals nicht gesagt hat, dass Hofmann selbst den Strick um den Hals gehängt hat. Ja. Diese beiden Dinge, die sind heute dazugekommen. Wissen Sie bestimmt, dass Kaduk dabei war? Herr Kaduk war dabei. Ja. Auch Herr Emmerich. Ja. Und wer hat die Leute nun hingerichtet? Wer hat den Strick um den Hals gelegt? Den Strick um den Hals gelegt hat Herr Emmerich. Also Emmerich. Herr Kaduk hat seinen Häftling erst noch verprügelt. Ja. Und dann den Strick um den Hals gelegt. Ja. Herr Hoffmann hat seinen Häftling den Strick um den Hals gelegt und hat ihn auch den Schemel weggestoßen. Und das war Weihnachten 44. Das Ganze 44. war 44, ja. Heiligabend. Dann brauche ich keine weitere Frage mehr zu stellen. Darf ich dazu noch etwas sagen? Was wollten Sie noch sagen? Wenn man sagt, Herr Hoffmann war in Birkenau im Zigeunerlager in dem Jahr. Es war doch tatsächlich so, das ist doch die Wahrheit. Herr Hoffmann kriegt den Befehl und dann geht er dorthin, wo er hingeschickt wird, und den anderen Tag ist er wieder in Birkenau. Ja, er war aber zufällig damals in Natzweiler und Natzweiler liegt wo ganz anders. Es liegt nämlich im Westen und nicht im Osten Deutschlands. Aber das nur nebenbei. Werden noch Fragen gewünscht? Mal Erhard. Fragen zu stellen. Herr Zeuge, erinnern Sie sich an den Ausbau des Lagers? Den Ausbau des Hauptlagers? Ja. Ja. Wissen Sie noch, welche Blöcke damals neu gebaut worden sind? Das kann ich heute nicht mehr sagen. Welche Blöcke? Wissen Sie noch, wo diese Blöcke gelegen haben im Lager? Waren die am Rand? Ja. Wo standen die im Verhältnis zur Küche? Da, bitte? Wo standen die im Verhältnis zur Küche? Beim Lagereingang auf der linken Seite vom Lagereingang, da standen 6 Blöcke. Ja. Nach der rechten Seite hatten wir auf der rechten Seite 3 Blöcke, auf der linken Seite
hatten wir auch. Gehen Sie doch mal da vorne an die Karte und zeichnen Sie uns mal das, was Sie uns jetzt sagen wollen. Da geht's schneller. Ich glaube auch. Also da unten, wo der schwarze Pfeil ist, links unten, das ist der Eingang zum Lager. Das ist der Eingang vom Lager. Jawohl, jetzt geht's rechts um. Jetzt geht's links rum. Links rum, auch recht. Denn diese Blöcke haben ja gestanden. Ja. Hier, bis hinten hin. Jawohl. Und wo haben Sie gebaut? Gebaut worden ist, sind, diese Blöcke sind alle aufgestockt worden. Ja. Aber der Rechtsanwalt will was anderes wissen. Der will wissen, wo neue Häuser gebaut worden sind, wo Baugruben ausgehoben worden ist. Neue Häuser wurden hier gebaut, dort, und auch diese sind neu gebaut worden. Ja, bitte weitere Fragen, Herr Rechtsanwalt. Gut. Diese Blocks. Die möchte ich nicht wissen, brauchen Sie uns jetzt nicht zu sagen. Erinnern Sie sich noch genauer, wie diese mittleren Blocks, die neu gebaut wurden, errichtet worden sind? Haben Sie noch eine Erinnerung an die Baustelle? Wir hatten hier ein Sumpfloch. Und das macht vielleicht 2,5 bis 3 Meter tief gewesen sein. In diesem Sumpfloch lag noch eine uralte Eiche, die von den Häftlingen herausgeholt wurde. Das reicht überhaupt nicht wohl. Diese Blocks hier haben gestanden. Wo war denn die Eiche? Bitte? Wo war denn die alte Eiche? Die alte Eiche lag hier in diesem Sumpfloch. Ja. Ja, Sie fahren dabei immer so über das halbe Lager. Ich meine, können Sie uns nicht einen Punkt sagen, wo die lag? Jetzt kommen Sie schon 3 Blocks weiter. Jetzt sind Sie an der Küche. Wo denn? Wo lag denn die Eiche? Die Eiche lag hier oben in diesem... Das war doch die Lagerstraße, nicht? Da oben. Das ist später die Lagerstraße geworden. Ja. Jawohl. Und da lag die alte Eiche. Aber das ist ja 1940 gewesen. Ja. Da ist dieses Jahr alles noch nicht gewesen, sondern da ist doch nur die sogenannte Lagerstraße gewesen und auch der Krankenbau gewesen. Ich verzichte auf weitere Fragen. Hat keinen Sinn. Ja, ja. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz, Herr Zeuge. Sonst sind keine Fragen mehr zu stellen von Seiten der Angeklagten. Hoffmann, Sie wollten noch eine Frage stellen oder eine Erklärung abgeben? Ich möchte gerne eine Erklärung abgeben. Bitte schön. Zu der Erschießung des Häftlings an der Küche, wie der Zeuge Holtgräfe angibt. Ja. Also ich habe es nicht gemacht. Ich habe da nie keinen erschossen in Auschwitz. Sie haben in Auschwitz gar keinen erschossen? Mhm. Das kann ich betonen. Mit ruhigem Gewissen kann ich das auch sagen. Ja. Und? Und weiter möchte ich noch mit den Zeugen auch fragen, die Strafkompanie. Mit welchem Lager war denn diese überhaupt, wie sie ausrückten? Sie gaben an, dass 100 Häftlinge aus der Strafkompanie waren. Ja, aus welchem Lager sind denn die Leute gekommen, die von der Strafkompanie kamen? Vom Stammlager? Die kamen aus dem Stammlager heraus, aus der sogenannten SK. In welchem Jahr war das? Aus dem Bunker. Ja, aus dem Bunker? Ja. Da existierte gar keine Strafkompanie mehr. Die Strafkompanie, die war schon lange, wie ich nach Auschwitz kam. Im Dezember 1942 war die Strafkompanie bereits im Männerlager Brüggenau und nicht in Auschwitz I. Herr Hoffmann, ich habe das nicht genau mitgekriegt. Darf ich noch mal bitten? Ich kann nur das eine sagen zur Strafkompanie, dass Sie, wo Sie das Sie geben an, die Strafkompanie kam aus dem Stammlager, aus Auschwitz I. Zu dieser Zeit, wo ich nach Auschwitz kam, 1. Dezember 1942, war die Strafkompanie bereits im Männerlager Birkenau und nicht mehr in Auschwitz I. Demnach konnten Sie auch nicht von Auschwitz I ausrücken mit der Strafkompanie. Herr Hoffmann, ich darf da wohl drauf erwidern. Ja, bitte. Die Strafkompanie
ist im Jahre 1940, nachdem dass der Massenmörder Krankemann, kenn ich nicht. Herr Pennewitz, kenn ich nicht. Die Strafkompanie übernommen haben, ist das der sogenannte frühere Block 10 gewesen. Und dieser Block 10 ist unten ausgebaut worden in sogenannten Stehbunkern und wer weiß, was ich alles. Das war vor und meiner dieser, Zeit, da war ich noch nicht dort. Und diese Strafkompanie, Herr Hoffmann, ja, ist bis zum Schluss dort gewesen. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Nein, sage ich Ihnen. Ich sage aber ja. So, ich sage nein. Damit ist die Unterredung beendet. Haben Sie sonst noch eine Frage oder nichts mehr?